Vielleicht ist es jetzt soweit aufzugehen. Oder vielleicht muss ich da irgendwas machen, irgendein Rätsel lösen. Vielleicht habe ich es vorhin ja auch gar nicht gesehen. Genau, weil die läuft ja die ganze Zeit. Schranktür, ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Da ist noch eine Kurbel. Oh, okay. Okay. Jetzt ist die Uhr wieder aufgezogen. Ich kann sie ticken hören. Jetzt ist sie aber schneller geworden, oder? Dann stellen wir mal jetzt die Uhr vor. Die Figur hat eine Kapitänsmütze auf. Muss wohl der Kapitän sein. Und es hat sicher etwas zu bedeuten, dass er aus der Höllenpforte kommt. Ja, das hat man ja schon. Die Figur könnte der Kapitän des Schiffs sein. Sie wirkt irgendwie wie ein Anführer. Wir haben ja ein Uhrwerk. Wie können wir das dann also machen? Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Wie können wir das machen, dass wir die Uhr benutzen können, um zu messen, wo wir gerade sind oder was für eine Geschwindigkeit wir haben mit dem Handlock. Den benutze ich besser mit den Sternen. Uhr vorstellen. Zurückstellen kann ich nichts. Hier ist das Uhrwerk, also das, was ich auch reingebaut habe. Nee, ich kann noch vorstellen. Und dann geht er wieder rein, bestimmt. Nee, so wie ich es gesagt habe. Er ist wieder reingegangen und wir stehen hier noch blöd da. Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Haha. Die andere Tür. Ärztezimmer war, glaube ich, nichts mehr drin. Durch die Luke kommen wir jetzt auch nicht. Aber dort oben muss eigentlich was. Da können wir ja immer noch nicht raus. Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Das Rettungsboot blockiert die Tür. Ja, und ich kann nicht wirklich das Teil da weg tun. Ja, und da haben wir dann wieder unsere Seekarte. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle 5 Koordinaten ist finde, bevor gut. ich sie auf der Karte eintrage. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Das ist es ja. Ich habe keine Ahnung, Anna. Wo suchen wir? Oder habe ich irgendwas übersehen? Liegt da noch was drin? Oder ich bin gerade nur zu blöd, um das einfach zu, kapieren. Wollen wir mal da? Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Ach so. Verstehe. Das heißt, ich muss jetzt also bei den Souvenirs nachschauen, woher die kommen. Ach, aber das wird doch nicht einfach sein. Außer das steht wirklich drauf, dass es von da und da kommt. Puh, okay. Versuchen wir's. Ach ja, das war ja hier oben. Dann gehen wir mal rein. So, die Totenmaske. Totemmaske. Aber
Da ist nichts. Also, da ist das erste Souvenir. Die Tiere scheinen aus sehr weit entfernten Ländern zu kommen. Vielleicht war der Bewohner des Zimmers ja ein Jäger. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Ich wusste es. Okay. Da steht, er legt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Genau. Okay. Diese Trophäen scheinen von verschiedenen Orten zu kommen, die das Schiff angesteuert hat. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Okay, also bei dem Setzkasten haben wir nichts gehabt. Jetzt haben wir hier noch eine Totemmaske. Mal schauen, ob die auch einen Zettel hat. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Nein, an der nicht. Ob der Bewohner dieses Zimmers diese Tiere erlegt hat? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. Oh, den können wir nicht mehr. Aber wie viele brauchen wir dann? 5, ne? 5 Koordinaten. Wir haben jetzt 3. Oh, Schatulle habe ich vorher gar nicht. Auf der Schatulle ist ein Schlüssel abgebildet. So, wo ist aber der Schlüssel? Aber komm, eine Schatulle, auf der Schatulle ist ein kriegst du doch auch abgebildet. So auf. Die stellt sich an. Lex vielleicht? Das Ehrenschlüssel? Oh Gott, das ist ja der... Das ist ja das Amulett. Ja, das hat Lex. Er muss es uns zurückgeben. Hast du schon etwas herausgefunden? Okay. Er wird's mir aber nicht geben. Könntest du mir vielleicht nochmal sagen, was genau ich machen soll? Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo wir uns gerade befinden. Also sieh zu, dass du etwas zur Positionsbestimmung findest. Am besten einen Sextanten. Und wenn du schon mal dabei bist, sieh mal nach, ob du unseren Kurs ändern kannst. Ach so, wie soll ich mit einem Sextanten unsere Position bestimmen? Wie soll ich mit einem Sextanten unsere Position bestimmen? Du siehst durch das Fernrohr des Sextanten und peilst genau den Horizont an. Dann suchst du die Sonne, oder wohl eher den Mond. Und dann bewegst du den Schieber so lange, bis Mond und Horizont im Fernrohr auf einer Linie erscheinen. Wenn alles gut geht, sagst du mir die Gradzahl, auf die der Schieber zeigt. Und falls irgendwas schief läuft, sagst du mir das auch. Ich erledige das. What? Okay. Und trotzdem brauche ich noch 2. Und ich brauche auch dieses Amulett da. Lex, ich hoffe für dich, du hast es irgendwo liegen lassen. Und ich kann es aufsammeln. Davon kenne ich gar nichts. Weil wenn nicht... Oh, Vorhänge. Sie scheinen von Hand gemacht zu sein. Auf ihnen sind spielende Kinder zu sehen. Was? Und da gibt's keinen Zettel? Solche Schmetterlinge findet man bestimmt nur an sehr exotischen Plätzen. Wo diese wohl herstammen? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Okay, also haben wir unsere da Vierte. Steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eins. Vielleicht doch an dem Setzkasten? Ein Setzkasten mit allerlei Insekten und Schmetterlingen. Nee, der nicht. Eins brauchen wir also noch. Einen einzigen. Wo war einer? Bin gerade am Überlegen, wo einer war. Ja, oben, aber da war ja nichts dran, ne? Haben wir vielleicht noch andere Bilder hier? Und ich habe sie nicht gesehen. Was ist da oben? Da ist nichts. Ach, da ist noch einer. Das nee, muss das wohl ist ein der. Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein.
Nun gut, dann müssen wir vielleicht den einen raus. Da liegt ein Zettel. Nicht wahr? War der echt schon vorher da? Ja. Oh nein. Okay. Der Notizzettel hat so fest an der Karte geklebt, dass nichts mehr von ihm übrig ist, was von Nutzen wäre. Halt! Auf der Karte ist ein Abdruck des Zettels entstanden. Och, Anna. Wieso? Es sieht aus, als hätten auf dem Zettel Koordinaten gestanden. Sie stehen nun spiegelverkehrt und verwaschen auf der Karte und sind daher kaum zu lesen. Ja, wir hatten... Moment, wo ist das Bild? Bild im spiegelnden Rahmen. Nimm den Spiegel. Sehr gut. In der Spiegelung des Bilderrahmens kann man den Abdruck des Zettels entziffern. Es ist eine Koordinate. 25. Längen und 37. Breitengrad. Gut, dann haben wir unsere 5 Koordinaten, die wir eingeben können. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ja. Ich muss erst ins Buch. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Genau, also... Moment mal. Kann ich sie ja auch gar nicht reinschreiben, ne? Was mache ich denn? Aber da stehen nur Koordinaten. Ja, da stehen nur Koordinaten, deswegen müssen wir es rausfinden. Mann. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. So, was war denn die erste Koordinate? Da steht, er liegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. 38, also ungefähr hier, also war Pico das erste. Den benutze ich besser mit den Sternen. Hey! Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Kann man die denn verschieben, oder wie? Nö. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Ich habe eine Stadt gefunden. Okay, einfach nur drauf klicken. Da so, dann die nächste. Er standen bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Ich habe eine Stadt gefunden. Gut. Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. 26 und was war das? 38? Hä? Moment mal. Da. Ich habe eine Stadt gefunden. Und? Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. 31, da und... Oh, 39 in Monte. Ich habe eine Stadt gefunden. So, jetzt haben wir natürlich 4. Und was ist jetzt mit dem 5.? Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Oh Gott, was war das nochmal? Schreibt ihr das eigentlich hier in Notizbuch rein? Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Was waren das für Koordinaten? Na gut, müssen wir nochmal nachschauen. Im Rahmen spiegelt sich der Abdruck wieder. Oh, 25, 37. 25. Längen und 37. Breitengrad. 25, 37. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ja, also da unten haben wir's. Ich habe eine Stadt gefunden. Genau, wir haben jetzt 5 Städte und dann können wir eigentlich... Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Nee, das können wir anscheinend nicht machen. Vielleicht die jetzt? Den benutze ich besser mit den Sternen. Mit was für Sternen? Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Was für Sterne meinst du? Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe.
Ich habe ja schon alle 5 Koordinaten. Das hilft mir leider nicht. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Nee, ist es auch nicht. Vielleicht jetzt im roten Buch? Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Naja, das war doch Monte, dann Lies do Pico. Oh Gott, was war das? Was waren die anderen 3? Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ja. Genau, und zwar haben wir hier nämlich, so wie schon gesagt, Monte. Lies do Pico. Dann, oh Gott, was heißt das? Sentera oder sowas? Also besser schreiben hätten sie ja doch können. Irgendwas mit Pedro. Und Costella Bianco. Costella. Oder Costello. Gut. Dann tragen wir doch mal alle 5 ein. Um diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Okay. Also, Monte. Lies do Pico. Dann hatten wir irgendwas wie da haben wir's. Und Pedro Costello. Nee, das ist das Falsche. Costello Branco, okay. Und dann hatten wir noch 1. Oh Gott, welches war denn das? Pedro, oder? Die 5 markierten Orte ergeben keine eindeutige Schifffahrtsroute. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Haben wir aber eingegeben. Wir haben Monte, Lies do Pico, das Santana da, oder wie das heißt. Und Branco. Jetzt wird sie wieder reden. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. So, nochmal. Monte, Lies do Pico. Dann hatten wir das da. Und das Pedro. Genau. Und da das Santana vielleicht. Für die 5 Orte gibt es tatsächlich eine eindeutige Schifffahrt. Das ist die Route. Hat's anscheinend Santana. Okay, sieht auch aus mehr wie so ein Santana. So, das ist jetzt die Route. Das ist die Route. Wieso zeichnest du es dann nicht ein? Will er nicht. Wieso auch immer? Den benutze ich besser mit den Sternen. Ja. Wir haben es doch schon rausgefunden. Den benutze ich besser mit den Sternen. Es ist viel zu neblig, um mit dem Sextanten eine Position bestimmen zu können. Aber was ist das? Eine Möwe! Wir müssen in der Nähe von Land sein. Stimmt. Müsste sein, denn Möwen sind nämlich nur nahe am Land.
Das ist die Route. Mein Sextant ist weg. Leute, wo ist er hin? Der Schiffsplan ist vollständig. Und was ist damit? Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Ist ja gut. Das Bullauge bekomme ich nicht auf, also kann ich auch das Log nicht benutzen. Ist ja schön und gut. Wo könnte ich denn noch? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Also mich nervt's gerade ein bisschen, dass unser Sextant weg ist. Aber vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Ja, das könnte da eine Karte sein, ne? Aber die kann ich ja nicht aufmachen, also bringt's mir nichts. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und den kann ich auch nicht benutzen. Wie kann das sein?